Heute möchte ich euch mal meinen Räucherschrank vorstellen. Es handelte sich hierbei um einen alten Frosterschrank aus dem gewerblichen Bereich. Hier im oberen Bereich hat sich damals der Verdampfer befunden. Der wurde ausgebaut. Diese Teile sind jetzt dafür da, um meinen Fisch bzw. mein Fleisch aufzuhängen. Im oberen Bereich, hier zu sehen, habe ich einen Rauchabzug eingebaut. Das heißt, ich habe mit einer Stichsäge ein Loch hineingeschnitten. In dieses habe ich ein Rohr eingesetzt, damit die Isolierung, die dieser Schrank hat, auf keinen Fall mit irgendwelchen nach innen gehenden Teilen Berührung hat. Dieser Rauchabzug hat auch noch ein Fliegengitter, dass nicht irgendwelche Fliegen meinen Schinken besuchen kommen. Das gleiche habe ich unten gemacht zur Belüftung. Hier auch ein Lufteinlass mit einem Fliegengitter gesichert. Hier ist der Einlass für meinen Rauch zum Kalträuchern. Hier seht ihr jetzt die Rückseite. Hier ist auch wieder der eben beschriebene Lufteinlass, auch mit Fliegengitter. Hier befindet sich mein Kaltraucherzeuger, der mit einem Edelstahlrohr ins Innere geht. Dieses Edelstahlrohr habt ihr eben drinnen gesehen. Des Weiteren befindet sich hier rechts unten eine Steckdose, welche schaltbar ist, wo ich eine Wärmequelle mehr oder weniger anschließen kann. Über diesen Schalter wird die Steckdose ein- bzw. ausgeschaltet. Man kann die Temperatur individuell einstellen. Hier oben, wo sich früher der Motor befand, der natürlich der Baumaßnahme weichen musste, befindet sich jetzt nicht nur dieser Thermoschalter, sondern auch die Pumpe, die Luftpumpe für den Rauchgenerator. Mittig sieht man das Rauchrohr, das Abgasrohr. Dieses Abgasrohr wird mit Hilfe eines Adapters noch einen Schornstein installiert. Da ich mich jetzt hier in der Garage befinde, habe ich den nicht drauf. Jetzt kommen wir zum Räuchern. Ich kann in dem Räucherschrank kalt räuchern, warm räuchern und lauwarm räuchern. Lauwarm räuchern, wenn ihr jetzt irgendwo gucken werdet, diesen Begriff gibt es mehr oder weniger nicht. Das ist der Nachteil von so einem Froster, weil der so gut isoliert ist und ich meinen Sparbrand betreibe, kann es durchaus passieren, dass der so 30, 40 Grad hat. Zum Heißräuchern zu wenig, zum Kalträuchern zu viel. Für meinen Sparbrand habe ich jetzt hier ein Blech, damit wird die Asche aufgefangen. Habe ich hier so ein gelochtes Edelstahlblech. Ich habe jetzt hier meine Räucherspäne aufgepackt. Man kann die jetzt, ist jetzt nur eine Demonstration, deswegen habe ich relativ wenig aufgemacht. Man kann jetzt natürlich auch diese Räucherspäne in so einer Schlange mehr oder weniger hinlegen. Ich entzünde die einfach immer mit so einem Gasbrenner. Und verschließe den Räucherschrank. Ich habe hier noch zusätzlich ein Fleischthermometer mehr oder weniger durch die Tür gebohrt, welches innen so in den Raum reinragt. Dieser Räuchergang bei der Menge an Sägespäne oder an Räuchermehl wird ungefähr gute 3 Stunden laufen. Wie gesagt, wenn man es länger haben will, größere Menge nehmen bzw. in einer Schlange legen, kann man durchaus 12-14 Stunden realisieren.
so wie viel jetzt zum warm oder halbwarm räuchern. Warum halbwarm? Weil diese Energiequelle reicht aus, um den Räucherschrank bei normalen Außentemperaturen, also bei 10, 12 Grad Außentemperaturen, so hoch zu treiben, dass er eine Innentemperatur von guten 30, 40 Grad hat, was für Schinken natürlich viel zu viel ist, für Fisch zu wenig, aber für Kochwürste, zum Beispiel Leberwurst, Blutwurst, da spielt es keine Rolle. Als nächstes kommen wir jetzt zum Warmräuchern. Wenn ich was heiß räuchern will, ich habe jetzt meine Räucherspäne auf dem Blech entfernt. Ich lasse das Blech immer drin. Man kann es natürlich auch rausnehmen und ein anderes Blech einlegen. Ich habe hier eine Herdplatte drin, die ich rechts mit der Steckdose verbunden habe. Und stelle einfach mein Räuchermehl in einer Schale auf diese Herdplatte. Die wird im Endeffekt glühend heiß. Das Räuchermehl entzünde ich jetzt auch noch zusätzlich, damit es einfach schneller anfängt zu glimmen, und schließe den Schrank. Je nach eingestellter Temperatur, ich lasse Fische meistens so bei 70, 75 Grad garen. Räuchert ist natürlich dann ordentlich und die sind wirklich nach 20 Minuten, eine halbe Stunde spätestens fertig. Achtet bitte drauf, wenn ihr darin Kabel verlegt. Ihr seht, das hat so eine leicht orange Farbe. Es handelt sich um ein Silikonkabel. Auch die Führung zur Steckdose ist mit einem Silikonkabel ausgeführt. Des Weiteren achtet auf jeden Fall, wenn ihr so einen Frosterschrank baut oder umbaut zu einem Räucherschrank, dass ihr keinen Froster nehmt, der innen irgendwie mit Plastik ausgeschlagen ist, sondern dieser ist hier komplett aus Edelstahl, außen sowie innen, und auch sämtliche Durchgänge, die gebohrt sind oder gesägt worden sind, sind dann mit einem Rohr, mit einem Alurohr versehen, so dass auf keinen Fall dieser Schaum mit irgendwelcher Hitze in Berührung kommt und Gase bildet, die nach innen gehen können. Nun kommen wir zum Kalträuchern, was sicherlich für die meisten am interessantesten ist. Ich habe jetzt wieder meine Späne und auch eine Herdplatte entfernt. Und ihr seht jetzt hier hinten dieses Rohr, wo man auch noch zusätzlich so einen Kondensatabscheider aufhängen kann. Habe ich jetzt nicht, weil ich habe im Moment mit Kondensat nicht so viel Probleme. So, ich habe jetzt hier meinen Raucherzeuger. Ihr seht, oder ihr hört es vielleicht, die Pumpe läuft schon. Jetzt fülle ich als erstes in den Behälter meine Späne rein. Ich nehme den mal jetzt ab. Ich fülle jetzt relativ wenig Späne ein, weil es soll ja nur zu Demonstrationszwecken ein bisschen räuchern. Wie gesagt, nachher ist der Schlauch verbunden hier. Und zünde unten meine Späne an. So, ihr seht, nach kurzer Zeit raucht es schon sehr ordentlich. So, jetzt habe ich das Rohr wieder aufgesetzt und der Rauch geht also komplett nach innen. So sieht es jetzt aus. Man kann an der Pumpe natürlich auch noch die Stärke verstellen, so dass man durchaus weniger Rauch haben kann. Natürlich schließen wir jetzt die Tür. Und nach kurzer Zeit sieht man es also oben auch aus dem Schornstein rauchen. Werde ich für euch jetzt mal die Tür öffnen, was man jetzt normalerweise nicht macht. Aber ihr werdet jetzt gleich sehr viel Rauch sehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Solltet ihr jetzt noch Fragen zu dem Schrank haben oder Anregungen, was man verbessern könnte, hinterlasst doch bitte in den Kommentaren euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst für euch zu berücksichtigen.